So gut wir können. Die meisten von uns kamen aus Viserys nach der Vorlassfolge und dem Krieg des Heiligen. Ja, jetzt sind wir im neuen Krieg des Heiligen übrigens, falls du es nicht mitgekriegt hast. Oder wir wurden in Familien geboren, die das taten. Wir erinnern uns daran, wie es ist, gerade über die Runden zu kommen. Ihre Augen wenden sich für einen langen Moment lang dem befleckten und gesprenkelten Boden zu. Verstehe. Some days, I think maybe this is why Aeth has brought us to Deadfire, so we can do some good. An manchen Tagen denke ich, dass dies der Grund ist, warum Eotas uns zum Todesfeuer gebracht hat, damit wir Gutes tun können. Other days, I'm too damn tired. An anderen Tagen bin ich einfach zu verdammt müde. Sie wölbt ihren Rücken und bringt ihre Wirbelsäule zum Knacken. Dann lebt mal wohl. Wir haben eine neue Quest und wir haben einen Nachtrag. Nämlich für die Graberstraße. Pitli schlug vor, mich in die Schenke im Schlund umzuhören, ja. Und bittere Medizin. Mehrere Paare im Schlund sind an ertrunkenen Lunge erkrankt, einer tödlichen und anständigen Krankheit. Pitli, eine Priesterin von den Dämmerungssternen, versorgt sie insgeheim und braucht dafür Medizin. Pitli denkt, ich könnte die benötigte Medizin in der Graberstraße finden. Pitli weiß nicht, wie sie in die Graberstraße kommt, aber vielleicht wissen es die Leute, die in der Schenke herumhängen. I'm here, certainly. Lässt du mich jetzt vorbeigehen? Gekritzelte Gebete, einige der Schrift der Hohenanna sind in dem Schrein versteckt. Ja, beklauen will ich sie nicht unbedingt. Ein bitterriechender Schlamm füllt die Tasse. Getränk des gnadenlosen Starrens. Den braucht sie nicht unbedingt. Sie braucht die Medizin. What can I do? Deswegen gucken wir, dass wir die besorgen für sie. I'd be glad to. Und irgendwann wird Tekeo wahrscheinlich der Kragen platzen. Und er wird der Obrigkeit mal ordentlich auf den Sack gehen. Und so kriegen wir Tekeo vielleicht ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein und weniger von seiner Arroganz eingeprügelt. Larven. Quara-Kleidung und ein bisschen was anderes. Ansonsten ist hier drin nichts. Nicht mal irgendwer, mit dem wir reden können. Das heißt, wir können jetzt nach oben zu. Does it ever trouble you, being so far removed from the rest of your order? You gonna call me heretical too? Of course not. I'm terribly sorry. I didn't mean to pry. I didn't mean to jump on you. I'm just used to being called names. It's all right. I understand the feeling. Ach, alle von Xoti haben wieder interessante Gespräche. Macht es dir jemals etwas aus, ich meine vom Rest deines Orts so weit entfernt zu sein? Willst du mich etwa auch ketzerisch nennen, sagt Xoti daraufhin. Natürlich nicht, tut mir schrecklich leid, ich wollte nicht neugierig sein. Ich wollte dich nicht so angehen, ich bin es nur gewohnt, vielerlei Dinge genannt zu werden. Das ist schon in Ordnung, ich kenne das Gefühl. Ja, Alof hat mit Iselmir ja auch hier so seine Schwierigkeiten. Oh, Feuerstein und Zunder. So, Eloise, du weißt angeblich, wie wir in die Graberstraße kommen. What can I do? Absolutely. I hear you. Ich höre dich. Ja, du bist wohl blind, hä? Ein betagter Rupao kneift die Augen zusammen, blickt in deine Richtung und beginnt heftig zu blinzeln. Hink kommt er näher heran, seine bloßen Füße klatschen gegen die zersplitterten Holzböden seines Domizils. What say you, boy? Was sagst du, Junge? Er schaut dir ununterbrochen ins Gesicht und blinzelt dabei immer schneller. Die Arme des Bands sind so dürr wie Stöcke. Jahre der Unterernährung haben die wenigen Zähne, die ihm noch geblieben sind, gelb oder schwarz verfärbt.
Kannst du mich sehen? Woher weißt du, wer ich bin? I see much and many things. I simply do not look with these eyes in the same manner that others do. Ich könnte jetzt ein bisschen parodiert sein, aber er klingt ein bisschen, also der Synchronsprecher, wie der Schmied André aus Dark Souls. Ich sehe viel und viele Dinge. Mit diesen Augen betrachte ich alles einfach auf eine ganz andere Weise als andere. I have heard much as well. Ich habe auch viel gehört. People speak of your kindness, Watcher who chases Aethas. Die Leute erzählen von deiner Güte, Wächter auf der Jagd nach Aethas. I also hear the Raparu's heartbeat, grown thready and pained. Now a watcher comes to the gullet, as Amira has shown me you would. Ich kann auch den Herzschlag der Ruparu hören, unregelmäßig und voller Leid. Und jetzt erscheint ein Wächter im Schlund, genau wie Amira es mir gesagt hat. Amira ist eine Huana-Gottheit. At least piety can thrive in this dark and unforgiving burrow. Zumindest Frömmigkeit kann in diesem dunklen und erbarmungslosen Bezirk gedeihen. That sea-swept voice. One of Andra's own comes to visit me at last. Diese vom Meer durchdrungene Stimme, endlich, einer von Andras Günstlingen besucht mich. Und ja, es ist doch nicht die Stimme von André aus Dark Souls. Er klingt doch ein bisschen anders. Um ehrlich zu sein, hat mich ein halb verhungerter Bettler gebeten, mit dir zu sprechen. Wenn du damit sagen willst, dass die Götter mich geschickt haben, dann irrst du dich. Dieser Ort ist ein wenig wie eine offene Wunde. Könnte dich schaden, sie zu reinigen. Was verursacht den Ruparu denn solches Leid? Mit den Achselzucken. Nehmen wir mal die 4. The Ruparu are being crushed from the top. We starve so slowly. It is an agony. Die Ruparu werden von oben erdrückt. Wir verhungern so langsam, es ist die reinste Agonie. Starving? Are the gods so occupied that they cannot see inside the mountain? Sie verhungern, sind die Götter so beschäftigt mit anderen Dingen, dass sie nicht mal einen Blick in den Berg werfen können? No one deserves to suffer. Not like this. Niemand verdient es zu leiden, nicht so. Der alte Mann zuckt mit den Schultern. This is the Huana way. The fish of our nets are drawn for the tribe. So ist es die Sitte der Huana. Die Fische in unseren Netzen sind für den Stamm bestimmt. The fruit of our fields, too, is reaped for the tribe. And the coin of our pockets belongs not to one, but to all. Auch die Früchte unserer Felder werden für den Stamm geerntet und die Münzen in unseren Taschen gehören nicht einem Einzelnen, sondern allen. All spoils are gifted to the whole of the tribe. The tribe then partakes from the top down, from the most deserving to the least. Unsere gesamte Ausbeute gehört dem ganzen Stamm und dieser verteilt es von oben nach unten. Zuerst sind die an der Reihe, die es am meisten verdienen und zuletzt jene, die es am wenigsten verdienen. Das klingt mir nach einem ziemlich ungerechten System, natürlich, das ergibt den meisten Sinn. Warum sind die Ruparu diejenigen, die am wenigsten verdienen und die letzten, die etwas von der Ausbeute des Stamms erhalten? The Mataru risk their lives to protect the tribe. The Kuaru provided skilled goods and services. Die Mataru riskieren ihr Leben, um den Stamm zu beschützen. Die Kuaru liefert dem Stamm Waren und Dienstleistungen. The tribe takes care of the Ruparu more than we contribute to the tribe. Or it did, before our numbers swelled too large. Ja, wenn man sich das so durchliest, die Ruparu sind die niederste soziale Klasse der Huana und dazu bestimmt, als unqualifizierte Arbeiter zu dienen und in den Zeiten der Not als Erste zu verhungern. Ihr Status dient dem Überleben im oft harschen Todesfeuer und stellt nicht etwa eine moralische Verurteilung dar. Nach ihrem Tod ist für die Ruparu die Wiedergeburt in die Klasse der Kuraru oder Mataru vorbestimmt, also der mittleren oder der oberen Klasse. Ja, der Stamm kümmert sich mehr um die Ruparu, als wir zum Stamm beitragen. Jedenfalls war es, bevor unsere Zahl zu groß wurde. The Dawn Stars would feed us, but the guards forbid them to pervert the order of sharing.
Die Dämmerungssterne wären bereit, uns Essen zu geben, aber die Wachen verbieten ihnen, die Ordnung des Teils zu durchbrechen. There was a man who helped us. A soft-hearted pirate named Ulug. He worked with the Principe captain. Mad Morena, they call her. To bring us food from the black market. Da war ein Mann, der uns geholfen hat, ein Pirat mit großem Herzen namens Ulug. Er hat mit dem Principe-Kapitän zusammengearbeitet, die sie die verrückte Morena nennen. Die beiden haben uns Lebensmittel vom Schwarzmarkt gebracht. But for days now, we've had nothing. Aber jetzt haben wir schon seit Tagen nichts mehr bekommen. Was ist passiert? Ulug was never late with his shipments. Always very conscientious. A good boy. For him to disappear for several days without word. He must be dead. Ulug war mit seinen Lieferungen niemals spät dran und immer sehr gewissenhaft. Ein guter Junge. Wenn er seit Tagen nichts mehr von sich hören lässt, muss er tot sein. The Queen refuses to increase our share of the prize share. Without Ulug's shipments, we will surely starve. I am asking you. What else can we do? Die Königin weigert sich, unseren Anteil an der geteilten Ausbeute zu erhöhen. Ohne Ulugs Lieferung müssen wir ganz sicher verhungern. Ich frage dich, was bleibt uns anderes übrig? Ja. Ihr braucht jemanden, der für euch eintritt. Ich werde für euch mit der königlichen Familie in Schlangenkrone sprechen. Die Dämmerungssterne haben bereits versucht, euch zu helfen. Wir können uns ihrer bedienen. Ich kann dafür sorgen, dass der Schmuggel über den Schwarzmarkt wieder läuft. Sag mir, wie ich zur Graberstraße komme, dann werde ich dir vielleicht helfen. Weggehen. Deine riesige Geschichte ist nicht mein Problem. Finde jemand anders, der dir hilft. Ich denke darüber nach. Nehmen wir mal die 1. Onikaza will listen. Her concern holds this island together. Onikaza wird zuhören. Ihr Anteilnahme hält die Insel zusammen. Er blickt zur Seite und seine Augen wandern umher, nehmen alles auf. Perhaps you can achieve what those of my caste cannot. Kena's favor with the crown. And always, we Roparu will be indebted to you. Vielleicht kannst du erreichen, was die Mitglieder meiner Kaste versagt bleibt. Verschaffe uns den Wohlwollen der Krone und wir Roparu werden auf immer in deiner Schuld stehen. Ja, wie können wir das Problem noch lösen? If we cannot convince the Mataru nor the Principi, I believe the Dawnstars may help us. Wenn wir weder die Mataro noch die Prinzipi überzeugen können, uns zu helfen, dann vielleicht die Dämmerungssterne. Petli is a child of the Dawn Stars and has become the Gullet's most cherished healer. I believe she would willingly hear your request for charity. Petli ist ein Kind der Dämmerungssterne und mittlerweile die am meisten geachtete Heilerin des Schlundes. Ich denke, sie würde sich deine Bitte um Mitgliedschaft bereitwillig anhören. Speak and I will listen. Sprich und ich werde zuhören. Wer bist du? I've lived for many years in this gullet. My skin and bones have withered with each year, twisted harder. So that the Roparu now call me Paki Takiri. Ich habe viele Jahre in diesem Schlund gelebt. Meine Haut und meine Knochen wurden mit jedem Jahr mehr verwittert und verdreht. Deshalb nennen die Roparu mich jetzt Paki Takiri. Though you can see, I am not very big or much sturdy. If a dispute arises within the gullet, I will see it resolved. That I can promise you. Wie du siehst, bin ich jedoch weder sehr groß noch sehr kräftig. Aber wenn ein Disput im Schlund ausbricht, sorge ich dafür, dass er beigelegt wird. Das kann ich dir versprechen. Erzähl mir mehr über den Schlund. Was ist die Geschichte dieses Ortes? Both time and tragedy have rotted the gullet into a place of filth and crowdedness. Die Zeit und verschiedene Tragödien haben den Schlund in einen überfüllten Ort voller Schmutz verwandelt. Once, we Roparu lived in a fine neck of the city. That time has fallen. And with it, the ruins of our old city under Neketaka. Es war einmal eine Zeit, dass wir Roparu in einem eleganten Teil der Stadt gelebt haben. Doch diese Zeit ist untergegangen und mit ihr die Ruinen unserer alten Stadt unter dem heutigen Neketaka. Long before the foreigners swarmed us,
A sea quake rumbled our city, and the mountain cratered down. Lange bevor die Fremdbauzei fiel, hat ein Seebeben unsere Stadt erschüttert und der Berg fiel in sich zusammen. Many cried to Andra and were swallowed for their efforts. Viele haben Andra angerufen und wurden dennoch verschlungen. Seine toten Augen schwenken von Seite zu Seite. Now the Mataru send us into the ruins of the old city to be punished. Within that pit lies darkness and death. Jetzt senden die Mataru uns als Strafe in die Ruinen der Altstadt. In dieser tiefen Grube warten nur Dunkelheit und Tod. Kein Schweigen, aber ein Ende. Ja, ich bin auf der Suche nach einem Ort, den man Graberstraße nennt. You mean the black market that lies nestled in the depths of the narrows? Du meinst den Schwarzmarkt, verborgen in den Tiefen der Enge.